Rechtzeitig zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft präsentierte die Diözese St. Pölten die Plakate ihrer jährlichen Sommerkampagne. Schauplatz der Präsentation war die NV Arena in St. Pölten. Bischof Dr. Küng konnte mit zahlreichen Prominenten aus Wirtschaft und Sport den Papst als seinen Teamchef präsentieren. Die Vertreter der Kirche, der Wirtschaft sowie des Sports gaben ihre Statements für die Presse ab. Also, Anpfiff. Erst einmal grüß Gott, es ist 10 Uhr am 12. Juni. Um 10 Uhr heute Abend beginnt ein großes Ereignis, von dem Sie sicher gehört haben. Deswegen haben wir uns auch heute hier versammelt, um die diesjährige Plakatkampagne der Diözese St. Pölten ein wenig entlang dem Fußball anzuordnen. Ja, ich denke, wir dürfen durchaus mit etwas Stolz auf die Leistungen der Kirche für Gesellschaft schauen. Und in diesem Sinn versuchen wir eben da, uns irgendwo auch anzuhängen an der Weltmeisterschaft. Aber wenn man so ein bisschen auf die Zahlen schaut, die sind ja erstaunlich. Mit etwa 6,5 Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstunden im Jahr, mit großteils unter Denkmalschutz stehenden Kulturgütern und 422 Pfarren, die wir erhalten. Es gibt dabei viele Dinge, die man eigentlich nicht sieht, aber die wirkliche Schätze darstellen, vielleicht ist nicht im üblichen Sinn des Wortes, weil dahinter eine große Liebe steckt, mit Priestern und Seelsorgern, die bei über 5000 Taufen und 5800 Begräbnissen im Jahr an allen Wendepunkten des Lebens immer für die Menschen da sind und auch nicht wegschauen, wenn andere sich abändern. Da glaube ich, mit diesem Team dürfen wir getrost auf den grünen Rasen ins Flutlicht umstellen. Das ist in der Tat irgendwie weltmeisterlich. Und meine Motivation ist, dass ich dem Fußball auch was Positives abgewinnen kann. Fußball ist ein Sport und in der Heiligen Schrift wird unser Leben auch öfter mit einem Wettkampf verglichen. Der heilige Paulus besonders vergleicht es und sagt, dass wir eingeladen sind, auch den Siegeskranz zu erringen als Christen. Vom Anpfiff bis zum Schluss bei den Pfarrern ist meistens oder manchmal so, dass sie nach dem Schlusspfiff auch noch weiterarbeiten. Das heißt, der Einsatz in der Seelsorge umfasst das ganze Leben. Pfarrer sein ist nicht Beruf eigentlich, sondern Berufung. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Einmal aufpäppeln, damit die Kampagne auch entsprechende Resonanz hat. Es liegt immer an mir, einige Zahlen, einige Fakten zu nennen. Als Projektleiter, als jener, der ein bisschen dafür steht, die verschiedenen Fäden zusammenzuführen, zusammenzuhalten. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Es ist eine große Ehre für uns als Hypo Niederösterreich, als Bank des Landes Niederösterreich, die eine 125-jährige Geschichte hat, diese Kampagne zu unterstützen. Wir sind und fühlen uns verantwortlich für die Region Niederösterreich und für die Menschen, die in dieser Region leben. Wir tragen unsere soziale Verantwortung und deswegen unterstützen wir auch diese Kampagne sehr gerne. Fußball und der Glauben sich sehr gut verbinden lassen. Ich habe das jetzt eben gesehen, wie wir im Cupfinale waren, als eher kleiner Verein in Österreich, dass da mit Glauben sehr viel möglich ist und generell im Fußball mit Glauben sehr viel herausholen kann. Und ich glaube auch bei der Weltmeisterschaft, wo ich mich schon sehr freue, dass die endlich anfängt, sehr viele Mannschaften an den Fußball glauben und auch was
mit dem Glauben möglich ist, dass da sicher heuer ein Außenseiter die Weltmeisterschaft gewinnen wird. Ich glaube, wir haben eine schöne Kampagne, eine ungewöhnliche Kampagne wie jedes Jahr. Die Latte wird jetzt höher geschraubt. Nächstes Jahr haben wir unser 10. Jubiläum. Bin mal sehr gespannt, was wir uns da ausdenken werden. Da müssen wir das ja noch toppen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Die Plakatserie ist eine gelungene Aktion der Kirche, die durchaus den Vergleich mit der Fußball-Weltmeisterschaft standhält.